Hallo Tuning-Freunde, heute möchte ich euch ein neues Produkt-Highlight von Foliatec vorstellen. Das sind unsere Foliatec Lacknuts Cover. Der ein oder andere kennt vielleicht den Begriff Lacknut schon aus dem Rennsportbereich. Es geht hier um die Radbefestigung am Fahrzeug. Lacknuts verwende ich anstelle von Radmuttern und drehe diese auf Stehbolzen auf. Das Problem bei den meisten europäischen Fahrzeugen, aber vorrangig bei deutschen Fahrzeugmarken, ist, für die Radbefestigung werden Radschrauben verwendet. Bedeutet, möchte ich mit dieser Optik auf der Straße fahren, müsste ich zunächst mein Fahrzeug auf Stehbolzen umrüsten, habe dann allerdings das Problem einer schwierigen Einzelabnahme beim TÜV und zudem auch die meisten am Markt erhältlichen Lacknuts sind ohne ABE, das heißt, ich bekomme keine Zulassung für mein Fahrzeug. Wir haben uns hier ein patentiertes System überlegt, mit dem ich mit der Originalradbefestigung, sprich mit den Radschrauben, auch ohne Eintragung auf der Straße fahren darf. Bei unseren Lacknuts Covern liegt eine TÜV-Bescheinigung mit bei. Die Lacknuts Covers sind zugelassen am Fahrzeug bis 250 km/h Spitze. Das Ganze funktioniert über ein ganz einfaches Click-and-Drive-System. Die Lacknuts werden einfach auf den Originalradschrauben mit einem ca. 5 Kilo Neodym-Magnet aufgeklipst. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt in der Nahaufnahme. So, ich habe das Set jetzt schon mal ausgepackt. Für euch zur Info, das Set besteht aus 20 Lacknuts-Covern. Die Sets sind erhältlich in Schlüsselweiten 17 und 19. Innenliegend in der Box findet ihr das TÜV-Gutachten. Nochmal gesagt zum TÜV-Gutachten, die Lacknuts Covers sind zugelassen für Geschwindigkeiten bis 250 km/h Spitze. Eine weitere Vorgabe des Gutachtens ist, dass die Lacknuts Cover selber nicht über den höchsten Punkt des Rades hinausstehen dürfen. Damit ihr das Ganze zu Hause im Vorfeld auch überprüfen könnt, ob die Lacknuts Cover für eure Räder geeignet sind, die überstehende Länge der Lacknuts von der Radschraube an sind 4,2 cm. Wenn ihr das Ganze nun bei euch zu Hause habt, einfach auspacken, die Lacknut nehmen und mit dem 5 Kilo starken Neodym-Magnet einfach auf die Originalradschraube aufklippen und das Ganze ist fertig. Ich finde, man kann so relativ simpel und im Handumdrehen an seinem Fahrzeug eine richtig geile Optik erzeugen. Das Set bekommt ihr bei uns zum Beispiel im Online-Shop. Preis für das komplette Set 129,95 Euro. Jetzt zucken vielleicht manche von euch, oh Gott, 130 Euro ist ja schon eine Stange Geld. Wenn man sich es mit der Originallösung mal vergleicht, ich brauche die Stehbolzen, ich brauche die Lacknuts, auch hier 20 Stück jeweils, komme ich mindestens auf den gleichen Betrag. Was hier vorrangig sich auch im Preis niederschlägt, ist der 5 Kilo starke Neodym-Magnet, damit die Lacknuts auch bis 250 km/h zugelassen sind. Also von dem Ganzen aus habt ihr hier eine sehr einfache Lösung, aufstecken, losfahren für geringes Geld und mit einer Straßenzulassung.